Servus Leute, was geht? Und heute gibt es ein erneutes Gameplay-Commentary von mir. Ja, zuerst noch am Anfang, ich bin ein bisschen erkältet und hab ein bisschen Husten, deswegen, wenn ich mich mal skippe, dann wundert euch nicht, warum ich mal ganz kurz nichts sage. Aber das werdet ihr dann ja schon merken. Und ja, was gibt's heute zu sehen? Heute gibt es eine MW3, heute gibt es mal MW3 mit der AA12. Die Perks sind, glaube ich, Extrembedingungen, Hardliner und ruhige Hand. Und ja, dann gibt es noch Spezialistenbonus, Plünderer und dann kommt, glaube ich, Attentäter und schnell ziehen. Ich habe das Gameplay jetzt vor, glaube ich, 4 Spielen erspielt, weil ich war dann so froh, da habe ich mir gedacht, das musst du nehmen. Das ist ja einfach nur epic. Das ist, glaube ich, eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ihr werdet dann spielen, oder ihr werdet, glaube ich, schon im Titel sehen, warum. Und ich werde jetzt ein bisschen auf dieses Gameplay hier eingehen. Und werde euch versuchen, mal so ein bisschen hier die Situation zu erklären. Also am Anfang habt ihr ja gesehen, ich bin eher außen rumgelaufen und habe versucht, diese langen Wege da zu meiden. Ich bin nur gleich durchs Haus gelaufen, habe erstmal da hinten eine Stunning geworfen, aber ich habe eigentlich gedacht, dass da eine kam, aber kam halt doch keiner. Und jetzt seht ihr natürlich, dass ich hier immer schön versuche, außen und in die kleinen Gänge. Und die Strategie geht sehr auf bei diesen Gegnern, weil die es vollkommen deutlich sind. Und dazu sagen muss man noch sagen, die AA12 hat dieses Rückstoß-Perk, weil ich noch kein anderes Perk dabei hatte. Ja, und hier hatte ich, glaube ich, ein bisschen Glück, aber habe ich auch ein bisschen gewartet, bis der Gegner seine Munition verschießt. Hier dachte ich echt, der wäre da oben, ist dann aber leider runtergegangen. Ja, wo war ich? Genau, AA12 mit Rückstoß und Vordergriff. Ich habe diese Waffe gespielt und sie war extrem deprimierend. Also ich glaube, jeder von euch kennt die AA12, die ist auf Long Range. Also die ist nicht mal auf Long Range, ich glaube sogar auf 5 Meter tut der Gegner wirklich mal das ganze Magazin schlucken, ne? Und das ist dann schon extrem scheiße. Also ihr seht es auch immer, glaube ich, hier gerade in der Szene, der Gegner hat einfach mal 8 von diesen Dingern geschluckt, wie ein, weiß ich nicht. Und das ist schon etwas nervig, wenn man dann vor allem den Gegner schnell töten will. Also ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Gegner mit unter 2 Burst? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Burst oder unter 2 Shotgun-Schüssen getötet, also mit dieser Waffe. Ich musste mich immer ganz davor stellen und habe trotzdem 2 Schüsse gebraucht. Und das ist ein bisschen nervig. Ja, dann habe ich noch das Wurfmesser dabei. Das wird aber hier leider nicht so oft zum Einsatz kommen. In dem vorherigen Spiel habe ich dauernd mit dem Wurfmesser halt noch Leute weggeholt, falls meine Munition leer war. Was ich noch sehr empfehlen kann. Und hier Wurfmesser-Fail erstmal. Teilweise ist sie dann auch wieder aber relativ gut. Da kriegst du schon welche mit 4 Bursts down. Also die AA12 ist eine Waffe, die von den Shotguns eigentlich die schlechteste Shotgun ist. Ich glaube, die Model ist auch noch besser, also die AA12 ist eigentlich nicht wirklich zu empfehlen. Und vor allem, wenn man dann noch auf etwas längeren Maps spielt, ist dann doch lieber die Spaß 12 oder die Usas 12 und ich glaube sogar die Model und die KSG sind eigentlich auch alle ganz gut und die Striker eigentlich auch, also so viel muss man da gar nicht rummotzen, aber die AA12 ist dann doch einer schon der schlechtesten Shotguns und da bin ich auch ein bisschen ganz froh darüber, was ich hier geschafft habe. Ich glaube, jeder kann sich jetzt schon denken, ja, hier schon einen schönen Dropshot. Man kann ja nachladen, canceln, indem man einfach sprintet, dann kannst du dich gleich hinlegen und kannst gleich weiterschießen, ne? Und am Ende kommt dann auch bei meinem allerletzten Kill vor der Moab, werdet ihr dann sehen, da kam dann irgendwie ein ganz kleiner Fail und da hatte ich, glaube ich, so viel Glück, wie ich seit langem nicht mehr hatte, da ich seit langem nicht mehr so viel richtig gespielt habe, auch ein bisschen froh war und hier hatte ich auch ein bisschen Glück, dass der AFK da stand. Da habe ich auch erstmal mir gedacht, oh kacke, ich bin tot. Und dann doch nicht. Also der AFK da, der wird mir noch ein bisschen, ich glaube zweimal noch wird er mir begegnen. Das ist ein bisschen gut für mich, ist halt wieder immer ein Free-Kill. Hier ist mein Teammate zum Glück dran vorbeigelaufen. Versucht mein Wurfmeister daneben. Jo, da ich heute dieses Gameplay ganz ohne irgendwelche Beschwerden, also ohne irgendwelche, ich will das jetzt erspielen oder warum schaffe ich es nicht, erspielt habe, weil es war eigentlich ganz zufällig, weil ich habe nur Spezialistenbonus genommen, da eben hier die Munition so schnell vorbei war und ich wollte die Waffe einfach mal ein bisschen hochspielen. Ja, ich habe auch gesehen, mal 2 mit einem Magazin, was relativ selten ist. Habe ich mir gedacht, kannst du auch mal ein paar andere Mobs probieren. Anscheinend bist du doch nicht mehr so schlecht, wie du gedacht hast, weil ich bin ein bisschen eingerostet, aber es kommt leider langsam, nicht leider, kommt langsam wieder und ich habe jetzt auch meine perfekte Sichtempfindlichkeit gefunden, also ich glaube 5 ist, glaube ich, für mich am allerbesten, ne? Es ist noch schnell genug, aber nicht zu schnell und anscheinend kann ich damit relativ gut aimen, wie man jetzt hier auch sieht. Was man auch noch empfehlen kann ist, ja, das wird hier, boah, Kommando Knife und die Moab, da habe ich mich gefreut, ey. Was man auch noch empfehlen kann, was ich sagen wollte, ist, Shotguns immer am Anfang eines Tages zu spielen.
Da, wenn ihr noch nicht so im Aim seid, wenn ihr gerade in der Aim-Aim-Phase seid, klappt relativ gut. Und ich hoffe, meine Stimme hat jetzt nicht zu sehr abgefuckt wegen meiner Erkältung. Bin nur ein bisschen gut gelaunt wegen dem Quatsch, wegen dem Gameplay hier jetzt. Und morgen müsste das Commentary oben sein, also spielt morgen Bayern. Und da habe ich auch noch ein kleines Rendezvous. Und das wird bestimmt alles ganz gediegen morgen, also Samstag. Jo, und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Commentary. Der Endscore ist 30 zu 1. Hier sehen wir noch einen schönen Last Kill, wie einer versucht mit der Scorpion über die ganze Map und dann noch mit seinem wunderbaren Traum-Aim den Gegner eigentlich überhaupt nicht trifft und dann doch leider stirbt. Das tut mir dann doch für den Gegner ein bisschen leid, dass er da gestorben ist. 30 zu 1, die Gegner waren eigentlich relativ gut. Ich meine, man sieht hier ein paar 3 Prestiger, 9 Prestiger. Verstehe ich auch nicht, wieso sie schlecht waren. Auf jeden Fall, das war's und Servus, Leute.